Es freut mich, Sie in diesen Räumen, in diesem Raume begrüßen zu dürfen. Guten Abend. Guten Abend. Ich begrüße Sie als Vizepräsident dieser Akademie, der Freien Akademie der Künste in Hamburg, auch im Namen unserer Präsidentin, die leider nicht anwesend sein kann. Ihr Name ist Monique Schwitters. Und wir sind hier versammelt, zur großen Freude versammelt, um unseren ehemaligen Präsidenten Ulrich Greiner und seine Porträtiertheit zu bezeugen und zu feiern. Ulrich Greiner erwähne ich gleich mit ein, zwei Daten, aber als Höhepunkt darf ich vorher die Damen noch vorstellen, denn Höhepunkte kommen am Schluss. Ellen Sturm hat Ulrich Greiner porträtiert. Hier vorne sind ein Gipskopf und ein Bronzekopf zu sehen. Wir freuen uns in der Akademie sehr darauf, diesen Bronzekopf, wie auch immer, das ist noch nicht ganz klar, ob auch auf der Balustrade über der Theke, sozusagen den Alkohol überwachend, oder in einer neuen Form hier in der Akademie zu präsentieren. Das ist ja eine tolle Tradition und sie soll auch fortgesetzt werden. Ellen Sturm ist in Sachsen geboren und dann nach Hamburg per Ausreiseantrag entlassen worden sogar, wie ich gerade noch erfahren habe, und hat hier ihr Studium an der Fachhochschule für Gestaltung, Kommunikation, Illustrationsdesign aufgenommen. Dann ist Ellen Sturm nach Bremen gegangen zum Studium der Bildhauerei als Meisterschülerin, abgeschlossen und hat viele Stipendien für ihre Arbeit bekommen. Sie war auch Meisterschülerin bei Professor Waldemar Otto. Ellen Sturm hat einen Lehrauftrag für manuelle Druckgrafik in Hamburg gehabt an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und ist seit 2003 Mitglied dieser Akademie, war Vorsitzende der Sektion Bildende Kunst von, hier steht es wörtlich und ist bezeugt von 2012, stimmt das, bis 2018. 6 Jahre, 6 große Jahre der Sektion Bildende Kunst. 2007 wurde Ellen Sturm bekam die Professur für Zeichnen und Druckgrafik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Dann folgten ganz bedeutende und, wie ich finde, also richtig neidisch machende und außerordentliche Auslandsaufenthalte in Schweden. Na gut, das ist noch erreichbar für unser einen, aber Ghana und Mexiko, das nimmt mir die Freude ins Gesicht. In Mexiko hat Ellen Sturm eine mehrmonatige Einladung als Artist in Residence wahrgenommen. Wir werden die Beurteilung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Einführung in die Arbeit von Ellen Sturm und das Porträt von Ulrich Greiner eingeordnet bekommen von der Kunsthistorikerin Frau Anne-Simone Krüger, die ihrerseits, wie sie schreibt, von Süd nach Nord gewandert ist, von Freiburg nach Hamburg, um hier zu studieren. Sie hat publiziert über Franz Erhard Walter und kuratiert zum Beispiel die Ausstellung Jetzt, junge Malerei in Deutschland. Ulrich Greiner selbst war Präsident dieser Akademie von 2011 bis 2020, 9 Jahre lang. Und ich erinnere mich an den Tag der Plenarversammlung, als der vormalige Präsident, Armin, da sitzt seine Frau, entschuldige bitte, Armin Sandig, ein herrlicher Kerl, ich habe ihn geliebt und er mich, Gott sei Dank, als Sandig zum wiederholten Male nach 30 Jahren gewählt werden wollte, Gott sei Dank hat er sich zur Verfügung gestellt und dann gab es aber doch neue Bestrebungen und ich erinnere mich, wie der wunderbare, leider verstorbene Schauspieler Fritz Lichtenhahn aufstand und sagte, Ulrich Greiner soll es machen. Und da war das Erstaunen groß, auch bei Ulrich Greiner selbst. Aber er hat sich getraut und das war zum Guten und Nutzen unserer Akademie. Das war eine tolle Zeit, Ulrich. Du hast so viel bewegt und so viele tolle Veranstaltungen hier angeregt und warst wirklich ein Beförderer der Künste, so wie es sein soll. Seit 2005 ist Ulrich Greiner Mitglied. 2011 wurde er dann zum Präsidenten der Akademie gewählt.
Ich trage Eulen nach Athen, aber ich mache es trotzdem kurz. Ulrich Greiner hat Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaft in Frankfurt studiert und Tübingen, war von 1970 bis 1980 Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, seit 1974 im Literaturressort, 1980 Wechsel zur Zeit. Von 86 bis 95 war Ulrich Greiner Feuilleton-Chef der Zeit, danach Kulturreporter. Von 1998 bis März 2009 verantwortlicher Redakteur des Ressorts Literatur in der Zeit und seitdem als Autor der Zeit verbunden. Er war Fellow der Harvard-Universität in Cambridge, USA. Er hatte eine Gastprofessur für Literaturkritik an den Universitäten Hamburg, Essen und Göttingen, an der Washington University in St. Louis, USA. Er ist Mitglied des Penn-Zentrums in Deutschland. Und 2015 erhielt Greiner für sein Buch Schamverlust vom Wandel der Gefühlskultur den mit 25.000 Euro dotierten Traktatuspreis des Philosophikums Lech. Ulrich Greiner ist verheiratet mit Irmgard Greiner-Leinen, hat zwei Töchter und lebt in Hamburg. Damit ist die Veranstaltung eröffnet. Bitte, bitte schreitet vor. Ja, dann vielen Dank für die einführenden Worte. Ich übernehme an dieser Stelle. Wir werden hier beginnen, über dieses wunderbare Porträt zu sprechen. Wir werden einführende Fragen stellen und danach ist die Runde geöffnet. Dann sind Sie auch herzlich eingeladen, ebenfalls Fragen zu stellen, die vielleicht aufgekommen sind. Genau, zunächst muss ich einmal kurz richtigstellen, leider habe ich die Ausstellung Jetzt junge Malerei in Deutschland nicht kuratiert. Ich hätte sie natürlich gerne kuratiert, ich durfte für den Katalog schreiben. Dieser Verdienst kuratiert zu haben, geht an Alexander Klar, den heutigen Leiter der Hamburger Kunsthalle. Ja, möglicherweise kuratiere ich die Nachfolgeausstellung, man weiß ja nie, was kommt. Mein Verdienst ist bislang nur, dass ich an der Universität Hamburg promoviert habe. Insofern werden die nächsten Schritte bald folgen. Genau, nun aber zu den eigentlichen Ehrengästen des heutigen Abends, Ellen Sturm und Ulrich Greiner. Wie ich gelernt habe, werden seit 1950 die jeweiligen Präsidenten der Akademie hier von Bildhauern porträtiert, in ähnlicher Form wie dieses Porträt, was ja sehr verwunderlich ist in Zeiten, in denen schon lange die Porträtfotografie etabliert ist. Man könnte sich ja auch viel weniger Arbeit machen und einfach wunderbare Fotografien der ehemaligen Präsidenten aufhängen. Auch das wäre eine Option gewesen. Insofern interessiert uns heute natürlich, warum begeht man diesen immens großen Aufwand, so eine Gipsbüste und dann eine Bronzebüste herzustellen. Da werden wir später auch noch auf den technischen Prozess zu sprechen kommen. Zunächst ist festzuhalten, dass Ellen Sturm laut meines Wissens die erste Künstlerin ist, die die Aufgabe übernommen hat, ein Bildnis herzustellen. Das sollte an dieser Stelle einmal erwähnt werden. Und das Projekt startete tatsächlich schon 2020 und ist insofern eine langwierige Angelegenheit, als wir heute die fertige Büste hier stehen und bewundern sehen und dürfen. Und insofern ist hier auch zu betonen, dass es viele gemeinsame Sitzungen gab, in denen der Porträtierte und die Porträtierende zusammengekommen sind. Man könnte so ein Porträt natürlich auch nach einer Fotografie fertigen. Ihr habt euch dazu entschieden, das am lebenden Abbild zu machen. Da ist natürlich die Frage, wieso tut man sich das an, diesen immensen Zeitaufwand der Sitzungen? Wieso hast du dich dafür entschieden, nicht ein Foto zu nehmen? Ja, das also erstmal, dass ich gefragt worden bin, das hat mich natürlich gefreut und auch in Aufregung versetzt. Und naja, was eigentlich eine ganz eigene Bestimmung hat, ist, wenn man jemanden sieht, ihn zu fotografieren, ist vielleicht nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Natürlich als das zu porträtieren. Für einen Bildhauer ist es einfach wichtig, dass er einen sich diesem ja, Inhalt und auch der Ausführung eines Bildes nochmal neu bewusst wird. Das wird in einem Abbild oder in einem Abguss sind das andere Dinge, die da einen beschäftigen. Und es ist auch eine naturalistische Herangehensweise. Kann es im besten Falle bei der Fotografie auch darüber hinausgehen? Aber bei der Bildhauerei, so wie ich das verstehe, dass man doch
ja, dass es sich wandeln kann, dass man sich in die Materie einschreibt, so dass die sich auch wandelt und mehr als nur Material ist, nur Gips und Bronze. Okay, da kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Was mich natürlich brennend interessiert, ist, was geschah zwischen Ihnen bei diesen Sitzungen? Wie darf man sich das vorstellen? Sie haben sich getroffen, Sie kannten sich schon oder noch nicht? Und wie startet so eine Sitzung? Na, wir kannten uns natürlich, weil wir ja in derselben Akademie sind und weil ich damals auch beteiligt war als Präsident, als es um die Frage ging, wer soll denn die Sektion Bildende Kunst leiten. Und da haben wir uns, das war sehr schön, bei Holger Mattis in seinem Wohnung und Atelier getroffen. Und da waren eigentlich alle versammelt und wir hatten sehr angeregte Diskussionen. Also wir kannten uns. Und ich war sehr froh, als ich hörte, dass Ellen Sturm das macht, hatte aber natürlich überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Und das war in ihrem Atelier und das befindet sich in einer ehemaligen Fabrik, kann man sagen, ne, im Hinterhaus, also im Hinterhof. Es ist ein wunderbares Gebäude, schon sehr alt. Und da gab es eine Etage, die eigentlich ja, ziemlich rohbaumäßig aussah, mit Holzböden und mit vielen Bildern, angefangenen und vollendeten Bildern rum. Und da stand eben ein Holzpodest, so eine Palette, eine Holzpalette, und die war auf Rädern, da waren Räder unten dran geschraubt. Und Ellen Sturm, sieht man das hier? Und ja, Ellen leider Sturm gibt's hier hatte, irgendwelche Sprünge in der Präsentation. Weiß ich Ellen Sturm nicht. Hatte dann einen Stuhl auf diese Palette gestellt, sodass ich etwas erhöht sah, so etwas erhöht, wie Sie mich jetzt hier sehen. Mhm. Und sie konnte dann eben mit einem Fußtritt mich auf diesem Stuhl gewissermaßen drehen und mal ins Licht schieben und mal wieder ein bisschen davon weg. Und sie hatte dann ein Stativ, also eine Vorrichtung, auf der hat sie dann also gearbeitet. Und ich muss also jetzt doch mal bei der Gelegenheit mich bei Ihnen wirklich bedanken, liebe Ellen Sturm. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Arbeit das ist. Es war richtig viel Arbeit, ne? Oder? Das ist, also mit der Arbeit hat es ja was auf sich, dass es ja eine Begegnung ist. Ja? Und es ist ja auch ein Dialog zwischen uns gewesen. Also wir haben nochmal auf die Frage zu kommen, ob wir uns schon kannten. Also wir haben uns ja sehr oberflächlich, sag ich mal, eher im offiziellen Rahmen getroffen und gesprochen. Und das, insofern fand ich das natürlich eine unglaubliche Einladung, eine so besondere Situation schaffen zu können, dass man sich im Dialog befindet. Also es ist ja, sag ich mal, vielleicht eine Zumutung für Sie gewesen, dass ich Sie so genau angeschaut habe. Ich meine, ne? Das auch. Nein, es war nicht. Und die Unterhaltung, und es ging ja auch um die Bewegung, aber es ist natürlich auch immer eine Zumutung für einen Künstler, wenn er bei der Arbeit beobachtet werden kann. Ne? Und insofern ist das wirklich eine ganz außergewöhnliche Situation, die da ist. Mhm. Nein, es war keine Zumutung, sondern wir haben uns, die Sitzungen waren ja dann doch relativ lang. Ich glaube, wir haben uns 10 oder 12 Mal getroffen, ja. So über den Daumen. Und das dauerte eigentlich immer 4 Stunden oder so etwa. Es war aber überhaupt nicht langweilig. Mhm. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Wir haben über alles Mögliche geredet. Mhm. Über die Akademie, über das Leben und die Kunst, was, keine Ahnung. Es ging einfach so ein ziemlich haltloses Geplauder. Und während dieses Geplauders ist Ellen Sturm immer so um mich rum und hat dann mal hier noch gedrückt. Also ich muss jetzt noch mal sagen, es war im Grunde so ein bisschen wie es in der Genesis steht. Sozusagen, Gott nahm einen Lehmklumpen und erschuf daraus Adam. Und so war das hier auch. Ich konnte überhaupt nicht vorstellen, sie hatte da wirklich Lehm. Und zwar Lehm, der ekligsten Art. Und sie machte da einen Klumpen zum anderen. Ja. Ja. Einen Klumpen zum anderen, bis es so etwa die Größe meines Kopfs hatte. Und dann hat sie da ständig dran rumgeknetet und wieder was dazu und wieder was weggenommen. Ich fand das toll irgendwie.
Sie waren also bestens unterhalten. Ich habe mich nicht gelangweilt, nein. Nein, Sie haben eigentlich viel gesprochen, das fand ich schon sehr gut, weil für mich ist es wichtig, dass ich da jetzt nicht ein Monument sitzen habe oder eben kein Foto, sondern eben jemanden, um den ich auch rundherum gehen kann. Und diese Summe der Bewegung, wenn Sie sprechen, Summe der Bewegung, die fließen da ja mit ein. Ja, also ich kann jetzt dann nicht sagen, nur so kann eine Mimik sein oder so, sondern diese Summe der Andeutung, ich sag mal, das fließt ja, es soll ja kein Abbild werden, sondern eigentlich wollte ich so ein Wärmebild da übertragen in diese Skulptur, wenn ich das jetzt mal so als Bild sagen darf. Ja. Würdest du dann sagen, dass letztlich das, was einen Menschen ausmacht, vor allem auch Sprache oder Bewegung ist? Also dass es gar nicht unser Erscheinungsbild ist, sondern vielmehr das, was aus uns herauskommt oder was passiert, wenn wir uns bewegen? Naja, das ganz genau. Also das Sichtbare in dieser Welt wird ja durch Licht und durch die sich darin befindenden Dinge oder Menschen sichtbar, eben im Wesentlichen durch das Licht. Ich sag mal, im Dunkeln, da ist kein Leben, also das ist auch nicht sichtbar. Also das denke ich schon. Und diese Bewegung, die ist auch jedes Mal anders. Jedes Mal, wenn sie wieder kam, war es anders, die Situation war anders. Mhm. Ja? Und dadurch sind ja auch ganz viele Stationen durchlaufen, also ganz viele verschiedene Köpfe sind da hintereinander, haben sich da entwickelt. Ja, also das ist wirklich ganz besonders. Deswegen finde ich es jetzt schön, wenn wir natürlich das doch noch sehen können auf der Präsentation. Es sind, glaube ich, bestimmt 6 oder 8 verschiedene Greiners da aufgetaucht. Ne, das ist schon so. Und was hat dich dann dazu veranlasst, dich für einen Greiner am Ende zu entscheiden? Also gab es den Moment, wo du das Gefühl hattest, du hast dein Gegenüber erfasst? Das ist eigentlich so, dass jedes Mal, wenn Ulrich Greiner wieder zu mir kam, das ist ja dann so ein Ton, da muss er feucht gehalten werden, jetzt vom Praktischen. Und den entwickelt man dann wieder aus. Ich meine, auch wenn der mit der Folie schön feucht gehalten wird, kann man manchmal schon eine Ähnlichkeit sehen, ja, wie so ein verpackter Christo-Kopf. Ja. Aber es war ja dann so, ich habe das praktisch entblößt wieder und habe dann sie wieder gesehen und habe gemerkt, die Wirklichkeit ist wie verschleiert irgendwie dahinter. Und jedes Mal trägt man die Mauer ab von dem, was man sieht. Also als wenn Giacometti hat mal gesagt, zwischen mir und dem Porträt sind so viele Skulpturen. Und wenn sie dann alle weggeräumt sind durch viele, viele Sitzungen, ja, dann merke ich erst, dass da was ganz, auf das, was ich gucke, ist was ganz Unbekanntes. Das ist wirklich ein Phänomen. Also ich muss dann doch sagen, dass diese Lehmskulptur, also es waren ja oft große Pausen dazwischen, bis wir uns wieder sehen konnten, was übrigens auch mit der Corona-Zeit zusammenhing. Und dann hat Ellensturm diesen Lehmplastik oder was immer das war, dann wieder eingewickelt, damit das feucht bleibt. Und während der ganzen Zeit hat sich dann diese Lehmplastik hat dann so ein bisschen vor sich hingesuppt und wurde immer grüner sozusagen. Die wurde von mir liebevoll gepflegt. War völlig begeistert davon, von diesem grünen, eigentlich eher eklig aussehenden. Das war ein Moos, ne? Photosynthese, Herr Greiner, Photosynthese. Ja, also ein lebendiges Porträt, wenn sogar die Photosynthese. Ja, genau. Das war natürlich nicht die Absicht, aber es ist natürlich, lag in der Natur der Sache, dass wir uns nun nicht jede Woche getroffen haben. Dann war natürlich diese ganze Corona-Geschichte dazwischen. Also ich glaube, ich habe noch nie so lange mich mit einem Porträt durchs Leben bewegt, an dem ich arbeite, wie bei Ihnen. Und ich habe dann auch, aber ich mittlerweile sehe ich das wirklich als ein Geschenk, diese Zeit zu haben, das so zu entwickeln.
Und natürlich hätte ich das natürlich funktionaler handhaben können. Aber jetzt gab es eben diese Situation, dass ich über einen größeren Zeitraum hinweg, wo wir uns beide ja auch verändern, ja, das praktisch so begleiten konnte und dann so dieses Bild, mich diesem Bild annähern konnte. Ja, ich muss zugeben, dass ich auch einmal ungeduldig geworden bin. Stimmt. Nachdem wir, ich weiß gar nicht, 40 Stunden über den Daumen gesprochen, zusammengesessen hatten und dann passierte gar nichts. War Sendepause. Und ich bin ja im Hauptberuf Journalist gewesen und meine Wahrnehmung von solchen Prozessen ist, dass man dann anfängt und dann ist es fertig und dann zeigt man es so. Und dass das 4 Jahre dauert, das habe ich irgendwie schon ein bisschen, wie soll ich mal sagen, hat mich missgestimmt, weil ich dachte, jetzt habe ich da die ganze Zeit bei ihr gesessen, das war ja sehr nett, aber kam nichts bei raus. Kam nichts bei raus, genau. Am Ende ist ja alles gut geworden. Ja, genau. Mich brennend interessieren würde, Herr Greiner, Sie wurden ja die ganze Zeit beobachtet. Und ja. Sartre schreibt in Der Blick, ich bin jenseits aller Erkenntnis, die ich haben kann, jenes Ich, das ein anderer erkennt. Wie geht es Ihnen nach diesen vielen Porträtsitzungen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie über sich selbst auch mehr gelernt haben, möglicherweise auch im Anblick des eigenen Porträts? Ja, das ist eine schwierige Frage. Aber Sie haben natürlich dieses Zitat von Sartre, ist natürlich völlig zutreffend, weil wie ich eigentlich bin, ist sowieso eigentlich nicht zu beantworten. Aber wenn ich mich im Spiegel sehe, dann habe ich sozusagen die letztlich nicht haltbare Vorstellung, so bin ich, so sehen mich die anderen Leute. Und es gibt einen faszinierenden Roman von Carlo Emilio Gadda, der ist in den 20er Jahren erschienen, italienischer Schriftsteller. Der geht eines Tages durch die Straße und sieht im Spiegel einer Schaufensterscheibe einen Mann, der ihm irgendwie bekannt vorkommt. Und plötzlich merkt er, das bin ich. Und dann fragt er sich, und darum geht eigentlich der ganze Roman, wie ist das eigentlich? Sehe ich so aus, wie die anderen Menschen mich sehen? Jetzt habe ich für eine Millisekunde so wahrgenommen, wie andere mich sehen, aber ich kann mich nie so sehen, wie die anderen mich sehen. Und das ist etwas, was man, was wirklich völlig irritierend ist. Es ist nicht so, dass ich da dauernd darüber nachdenke, aber am Beispiel dieses Porträts fragt man sich schon, bin ich das? Und eigentlich ist die Frage nicht zu beantworten. Nein, es ist ein Bild. Ja, genau, es ist ein Bild. Und ja, es ist, ich sag mal, im besten Falle ist es vielleicht die eben nicht naturalistische, sondern eben eine ich sag mal, Fantasie, Form, Freiheit, die das schafft, also vielleicht ihr inneres Bild reinzubringen. Ja. Eigentlich mit einer Fantasie auch Form, die dort hineinfließt. Ne? Und das, ich sag mal, das absichtslose Sehen, etwas zu kopieren, das fließt da auch mit hinein. Ne? Dass man sich auch ein Stück weit neben dieses Arbeiten stellt und nicht jetzt sagt, ich muss jetzt hier funktional etwas bringen, wo alle jetzt sagen, ja klar, das ist er, zack. Ja, das also dieser Energie, die da ist, dazwischen, dem Raum zu geben, um das entstehen zu lassen. Das, glaube ich, das ist vielleicht der beste Moment, was vielleicht ein Bildhauer erleben kann. Mhm. Ja? Da gibt es nie eine Garantie dafür. Mhm. Mhm. Aber würdest du sagen, dass letztlich auch ein Moment der Abstraktion mit dabei ist? Weil du kannst ja zum Beispiel die Bewegung gar nicht mit einfangen. Also es bleibt ja immer etwas auf der Strecke. Und durch diese Reduktion ist es ja immer eine Form von Abstraktionsprozess. Mhm. Es ist immer abstrakt, ob es jetzt eine ich sag mal, so eine kleine Figur ist, die so, ne,
noch extra, da können wir später zukommen, entstanden ist. Ob das abstrakt heißt ja nicht, also in der Abstraktion ist es alles, auch wenn man vielleicht ein Ohr erkennt oder so, ist es trotzdem natürlich eine Abstraktion, dem eingeschrieben. Natürlich, es ist ja nicht das Ohr, es ist ja nicht ihr Kopf, sie sind ja nicht da drin, also ne. Aber die Technik, also ich meine, die handwerkliche Seite, die mich ja zunächst mal völlig verblüfft hat, ja. Braucht man da, kann man das oder kann man das nicht oder kann man das lernen? Oder? Ach, man kann es vielleicht ein Stück weit lernen, das denke ich schon. Man kann sehen lernen, das mache ich ja mit meinen Studenten auch. Ja? Man kann, man kann schauen, man kann sehen und man kann genau beobachten lernen. Aber man kann natürlich auch lernen, wirklich eben noch dahin durchzuschauen, auch wirklich neben Menschen zu schauen. Also nicht nur irgendwie, mir fällt was runter und ich suche was und hebe es auf und schaue danach, sondern diesen Moment, der ist auch eine Verinnerlichung, ja, beim Arbeiten. Auch wenn ich das vielleicht dann nicht so zeigen kann, aber das ist ja eine unglaubliche Durchlässigkeit, die müssen Sie irgendwie zulassen und ich ja auch beim Arbeiten. Mhm. Mhm. Aber könnte es denn sein, dass wenn dein Gegenüber, also der Porträtierte, sowas nicht zulässt, dass dann auch im Endeffekt kein gelungenes Porträt entsteht oder absolut, gar keins entstehen kann? Absolut, genau. Also das heißt, beide müssen mitarbeiten, klar, im weitesten Sinne. Klar. Dann schaffst du vielleicht irgendwie einen Kopf, ne, und sagst, okay, guck mal, der sieht sogar ähnlich. Und wenn es am besten noch mit Brille oder sowas, das ist ja für einen Bildhauer richtig eine Herausforderung. Aber nein, es ist genau darum, das ist ja das, was man eben noch sucht. Und das versuche ich auch meinen Studenten zu vermitteln, dass es eben diese Dinge gibt, die noch dazwischen sind. Ja, das, ja. Dass es noch weitergeht, nicht nur das Sehen und das Handwerk. Ja. Sondern dass man eben richtig, ja, es ist richtig in Fokus bringend ein eigenes Bild schaffen kann. Also wenn es eine Technik gäbe, und die gibt es ja wahrscheinlich auch, mit Hilfe eines Computers das, genau, zu machen, das würde Sie nicht befriedigen? Das könnten wir eigentlich machen, das Experiment. Wir scannen Sie jetzt mal ein, Herr Kleiner, und das ist, glaube ich, gar kein Problem. Und dann kann man das in der gleichen Größe mal ausdrucken, ne, würden wir ja heute sagen, drucken, witzigerweise. Ja. Und das wird was komplett anderes. Das werden Sie sehen. Ja. Das ist schon interessant. Das ist eben die Hülle. Mhm. Die Hülle geht's nicht. Ja. Mhm. Jetzt sind wir immer wieder auf den Prozess zu sprechen gekommen. Mhm. Ich glaube, es wäre ganz interessant, wenn du einmal darlegst, wie der eigentlich abläuft. Wir sehen ja hier drei verschiedene Arbeiten. Mhm. Und wir haben schon den Kopf gesehen hinter uns aus Ton. Mhm. Du hast mit Ton angefangen und am Ende bist du bei der Bronze gelandet. Was ist dazwischen passiert? Dazwischen, ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier schon... Es ist also ein Gestell aus Eisen, was sozusagen das Gerüst bildet. Und darauf kommen diese formlosen Klumpen, wie Sie das gesagt haben. Ne? Diese formlosen Klumpen. Aber natürlich ist ständig die Hand, die schaut da permanent um das Gefüge. Und ich selber kreise ja auch immer um diesen Kopf, bin um sie gekreist. Und das ist dann wirklich... In Stückchen und kleinen Stückchen sich immer wieder versucht anzunähern. Es heißt, es ist also dann erstmal eine Phase des Auftrags, eine ganze Zeit, ne, bis überhaupt erstmal so ein Volumen entsteht vom Technischen her. Und dann, ja, dann geht es eben los. Dann wird auch wieder viel abgenommen. Dann denke ich, Mensch, da war doch letztes Mal, das Licht war anders oder was war letztes Mal kleiner oder war größer oder, ne? Und so geht es wirklich hin und her. Und sich dem auszusetzen, ist wirklich eine ziemliche Anstrengung, finde ich. Mhm. Aber die gut ist, weil sie in so einem Dialog möglich ist. Mhm. Ja? Und dieses, genau, dann habe ich das also in Ton modelliert. Das Tonmodell sehen wir jetzt nicht. Zu dem Tonmodell, da gibt es ja auch eine Negativform, die man sehen kann. Daran kann man dann sehen, okay, um dieses Tonmodell wird dann ein Gipsform
gelegt mit flüssigem Gips. Der wird dann fest und der wird dann in seinem erstarrten Zustand auseinandergenommen, diese beiden Formen. Hier sieht man das schon ganz gut. Und da geht im Grunde die Tonfigur verloren. Also der Tonkopf geht verloren, deswegen heißt es auch verlorene Form. Und dann werden diese Gipsschalen, wie man die da oben links sieht, wieder zusammengelegt. Der ganze Ton wird rausgenommen. Das ist dann praktisch nur noch ein Bergton. Ja? Die ganze Arbeit ist dann wieder nur so ein Berg. Und das nimmt man dann raus. Und da gießt man dann den Gips hinein und schlägt dann die Negativform wieder ab, was wir in dem Bild vorher gesehen haben. Und da kommt dann eben der eigentliche, also das, was in Ton modelliert war, kommt dann eben in Gips. Also das, was wir hier ganz rechts sehen. Genau. Mhm. Mhm. Genau. Und ein ähnlicher Vorgang, und dann habe ich natürlich im Gips nochmal weitergearbeitet. Also das ist natürlich meine Entscheidung gewesen, weil ich gemerkt habe, ich kann in diesem, der Ton, der ist natürlich sehr, ich glaube, das hat Gerhard Marx mal gesagt, der ist ja sehr geduldig, den kann man hin und her schieben. Ne? Aber es ist so, dass es im Gips hat man eben anderen Materialwiderstand. Und sich, da kann ich nochmal mehr Präzision reingeben. Ja? Der ist dann eben nicht so flott und schnell, sondern hat eben mehr Widerstand. Und das habe ich dann noch eine ganze Reihe, auch ohne sie dabei zu haben, überarbeitet. Und da merke ich eben, da ist dieses Bild der Erinnerung und dieser Energie, so nenne ich das jetzt mal, die ist erstmal da. Und ich habe auch ein bisschen gescheut, diese Konfrontation heute zu erleben, natürlich, klar. Und, aber eben, da war ich eben nochmal ganz mit dem Kopf ohne Modell auch beschäftigt. Ja. Und dann, wenn ich dann praktisch das sage, okay, das, jetzt hat das einen Punkt, wo das für den Guss vorbereitet werden kann, dann wird es wieder so gemacht. Es gibt dann wieder eine Negativform, in diese Negativform mit Silikon, das ist diese etwas grüne Form, die hier mal auftauchte, wird dann ein Wachs gelegt, gepinselt und das Wachs hat dann die Stärke von der Bronze. Und da rein kommt dann praktisch, ist das wie ganz hohl, nur aus Wachs. Und dann kommt eben hier genau, da kommen jetzt Bilder wahrscheinlich zu diesem Vorgang der Bronze, des Bronzegusses. Und dieser Wachs bildet sozusagen den Hohlraum, wo später die Bronze hinkommen soll. Das heißt, innen kommt auch nochmal eine Gipsschamottschicht und außen eine Negativform. Und die wird dann glühend, kommt sie in den, das sehen wir hier in diesem Heft, das ist zum Beispiel ein Foto, dann werden diese Formen geglüht und da entweicht dann dieses Wachs. Und in den Hohlraum, wo dieses Wachs entschwunden ist, wird dann die Bronze eingelassen. Das kann man nicht so erklären. Das sind eben wirkliche Prozesse und es sind auch sehr elementare und sehr, sehr Prozesse mit einem Urgedächtnis, würde ich sagen. Ja. Die sind also Sie waren auch dabei, als das gegossen wurde. Ja, klar, klar. Toll. Ja. Ich muss mal zeigen, genau, ne, in diese Form, die hier draußen sind, wird dann die, es sind schon sehr archaische Bilder, die bei so einem Prozess entstehen, wird dann die Bronze gegossen. Und dann wird diese ganze Form wieder abgeschlagen und dann kommt tatsächlich eben dieses Bild heraus. Ich komme ja noch als Journalist aus dem Bleizeitalter. Also ich habe es noch selbst gesehen und erlebt, wie sozusagen die Matern in Blei gegossen wurde und dann daraus negativ dann die Druckrolle produziert wurde und so weiter. Also das kann ich mir schon ein bisschen vorstellen. Warum nimmt man kein Blei? Weil Bronze sehr viel widerständiger ist als Blei auch. Das ist ja für die Ewigkeit gedacht. Ne? Für die Ewigkeit, die ja schon begonnen hat. Das dürfen Sie nie vergessen, Herr Greiner. Sind wir ja mittendrin. Interessant ist natürlich auch, dass uns dieser Vorgang so unglaublich aufwendig vorkommt, wenn man sich überlegt, dass das früher ganz normal war, dass jeder Herrscher seine Abbilder von sich hatte. Und wenn wir jetzt überlegen, was das an Arbeitszeit bedeutet für die Künstler und Künstlerinnen, die damals Porträts gefertigt haben,
dann kommt man auf ein immenses Stundenmaß. Und umso verwunderlicher ist es, dass wir das heute jetzt wieder machen, beziehungsweise umso schöner ist es, dass wir das wieder machen in Zeiten, in denen wir uns sonst an Fotografie und an Effizienz gewöhnt haben. Insofern ist das vielleicht auch etwas, was diesem Kopf nochmal eine besondere Aura mitgibt, dass wir wissen, wie viel Zeit sich da einschreibt und dass die Zeit sich eben wirklich einschreibt, dass es anders als bei einem Foto ist, was einfach schnell abgedrückt wird, was man korrigieren und austauschen kann. Dieser Kopf ist so und er bleibt auch so und vermutlich macht das mit einen Teil des Reizes aus. Abgesehen davon, dass es eben nicht das 1:1-Abbild ist. Sie haben ja hier den genauen Vergleich von Herrn Greiner und Herrn Greiner sozusagen. Und was mich noch interessieren würde, Sie haben gesagt, Sie haben den Kopf heute das erste Mal gesehen. Ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen. Es gab einen kleinen Film, den mir Ellen Stürmer geschickt hat, wo sie das sozusagen mit dem Handy so fotografierte und nein, ich habe es heute zum ersten Mal gesehen. Das war der Moment, wo Sie dachten, so, das war's jetzt, jetzt kommt nichts mehr. Ne? Wenn Sie sich erinnern, da waren Sie so ein bisschen, genau. Und dann habe ich Ihnen das geschickt und dann haben Sie den Faden wieder aufgenommen. Und dann ja, dann haben wir uns noch zweimal getroffen. Ja. Mhm. Ja, das war eigentlich ganz schön. Wenn wir generell von Porträts reden, ich frage mich manchmal, aber da kennen Sie sich wahrscheinlich besser aus, es gibt ja dieses berühmte Bild von Velázquez, das haben wir auch da in Madrid gesehen. Und ich frage mich, wie die porträtierten Las Meninas, heißt das, glaube ich, ja. Las Meninas. Wie die Eltern, die ja auch porträtiert worden sind auf dem großen Bild, wie die das fanden. Also das ist ja immer so eine Spekulation, ob der Maler Velázquez in diese Porträts irgendwelche heimtückischen Botschaften untergebracht hat oder ob der König einfach gesagt hat, toll, genauso will ich mich haben. Also weiß man da etwas Genaueres drüber? Spekulieren Sie, dass es bei Ihnen auch heimtückische Botschaften gibt? Nein. Es waren ja Auftragsarbeiten. Also der König, der hat ja auch lange daran gearbeitet, gemalt und der hätte das wahrscheinlich nicht bezahlt oder geduldet, wenn er sich nicht gefallen hätte, oder? Vermutlich wird es genauso gewesen sein. Man rätselt ja viel über dieses Bild. Ich weiß auch nicht, ob die Kunstgeschichte das bis jetzt aktuell wirklich geklärt hat. Also ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand davon ist. Aber natürlich nahm der Herrscher das Bild nur dann ab, wenn er bis zu einem gewissen Grad damit einverstanden war. Ja. Mhm. Und was wäre, wenn ich gesagt, will ich nicht haben? Wenn Sie das sagen? Ja. Ja, das können Sie sagen. Das, dennoch wird es das Bild geben. Nein, ich finde... Man könnte ja auch sagen, Sie sind der Anlass für ein Bild. Ja, ja, genau. Also nicht jetzt ein gemaltes Bild, sondern eben im eigenen Ursprung gedacht, was ein Bild ist. Das ist tatsächlich eben ein in Stein gehauenes, dreidimensionales Bild. Ja. Mhm. Ich meine, da gibt es ja den Bildhauer Gislibertus, der als erster das tatsächlich auch mal signiert hat. Das heißt, der hat in Autun, in der Kathedrale, und hat als erster Bildhauer das signiert. Das heißt, da muss ja bei ihm was passiert sein mit dem Bewusstsein, ich bin hier nicht nur Ausführender oder habe jetzt hier leiste einen Service, wie das vielleicht früher bei Velázquez vielleicht auch mal so gewesen sein könnte, sondern das ist eine Bewusstseinssache auch. Ne? Ich schreibe mich jetzt hier ein und gebe meinen Namen dazu. Mhm. Man weiß über den ganz wenig. Ja, ja. Mhm. Mhm. Und Stein, haben Sie schon mit Stein versucht? Stein bin ich noch nicht so weit. Nee. Das wird aber kommen. Ach ja? Mhm. Finden wir denn eine Signatur auch an diesem Bronzekopf von dir? Ja, genau. Wo müssen wir da schauen? Die ist hinten, hier unten, mit dem Namen und das Jahr. Näher treten lohnt sich also nachher. Genau. Mhm. Ich würde sagen, wir haben schon sehr viel gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es von Ihrer Seite Fragen? Gibt es Dinge, die wir noch gar nicht angerissen haben, die unbeantwortet geblieben sind, die Sie gerne wissen würden? Moment, ich bringe Ihnen ein Mikro. Das ist gar nicht so schwer.
dann die Bronze gesehen haben, ob es genau das war, was Sie sich vorgestellt haben, oder ob es ein bisschen anders war als das, was Sie wollten. Also es ist, es ist tatsächlich, dass es wieder dieses Unbekannte ist, was dann sich nochmal zu Wort meldet. Es ist jedes Mal, es ist eine Überraschung wieder. Ja, es war wirklich wieder eine Überraschung. Genau, das war auch der Anfang, eigentlich als ich gefragt wurde, dies mit dem Porträt, dass wir das zusammen machen wollen. Da habe ich so, ich meine, ich habe ja schon häufiger porträtiert, ich habe auch schon oft Menschen gefragt, wenn ich unterwegs bin, die ich so sehe, wo ich merke, die tragen so eine Idee mit sich rum. Also die sehe ich so richtig, was für eine Idee hinter dem Porträt oder hinter dem Kopf ist. Und dann habe ich oft in meiner Studienzeit, ich habe dann einfach auch Menschen gefragt, die ich gar nicht kannte. Und habe gesagt, Mensch, das wäre doch eine Sache, ich würde dich gerne porträtieren. Weil ich dieses Bild wahrgenommen habe von jemandem. Ach ja. Da ging es mir auch nicht um das Naturalistische, aber mir, ich habe gemerkt, das ist ein Bild. Das, und dieses Bild, das konnte ich bei vielen schon sehen, bei ihm konnte ich es nicht sehen. Und ich hatte einen Wahnsinnsrespekt vor unserem ersten Zusammentreffen und habe gedacht, ohne dieses Bild im Kopf oder diese Idee, die Sie mit sich schon haben, die erkenne ich jetzt, aber die konnte ich damals nicht erkennen. Das ist interessant. Ja. Also als wir da zusammensaßen, gab es natürlich auch Augenblicke, wo wir nicht geredet haben. Mhm. Und dann blickte ich auf die Fensterbank und da war ein Kopf von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Dichter, der Günter Kunert. Ach so, ja. Günter Kunert. Ja. Und da ich Kunert kannte, der war übrigens auch Mitglied dieser Akademie und wir haben auch mal eine Ausstellung seiner Bilder zusammen gemacht. Da sind Ellen Sturm und ich zusammen mit Gustke, unserem Sekretär, rausgefahren, da weit übers Land, wo Günter Kunert wohnte. Das ist aber eine Geschichte, die man extra erzählen müsste. Ja. Jedenfalls kannte ich von daher Kunert und sah dann diese Büste oder diesen Porträtkopf und fand den ziemlich gut. Er war aber kleiner, es war nicht 1:1. Ne? Ich habe eine 1:1 und habe dann nochmal eine kleinere Skizze gemacht, das mache ich ganz gerne. Manchmal passiert in dieser Beiläufigkeit, in dieser Absichtslosigkeit, weil man nochmal so eine kleine Skizze macht, da passieren dann eigentlich manchmal ganz wesentliche Dinge. Und bei Günter Kunert war es besonders, weil der hat sich, also als Bildhauer ist man natürlich froh, wenn man irgendwie Relationen findet, jetzt vom Sehen her erstmal, ne, vom Gucken. Und er hat sich echt in seinen Garten gestellt und hat dann unter freiem Himmel gestanden. Ich stand dann daneben mit meinem Modellierbock und das ist ziemlich schwierig. Er stand die ganze Zeit, oder? Er stand, ja, oder, ja, genau, und hat gesprochen, stand die ganze Zeit. Was auch gut ist, weil die ganze Körperhaltung natürlich nochmal eine andere ist. Ja. Aber das unter freiem Himmel zu tun, fand ich schon unglaublich, in dieser Maßlosigkeit des Universums, da irgendwie noch irgendwie einen Kopf zu sehen. Also fand ich schon verrückt. Ja, das war wirklich speziell bei ihm. Das hat er wirklich so durchgehalten. Mhm. Wenn du jetzt sagst, kleine Skizze, ist das auch eine kleine Skizze? Das ist eine kleine Skizze, da war das noch in der Kunsthalle, im Untergeschoss, war die Freie Akademie der Künste. Und ich war gerade ausgereist. Eigentlich müsste ich dazu einen kleinen Text vorlesen. Und den habe ich durch Zufall wirklich mit. Das finde ich jetzt so grandios. Das mache ich jetzt mal. Moment. Den lese ich jetzt mal vor, weil der genau die Situation beschreibt. Und zwar heißt der Erinnerung an Hans Kock. Vom Anblick des Formenkosmos überwältigt, spürte ich, dass dies ein Ort seiner inneren Bestimmung war.
die erste Begegnung mit Hans Korck in seinem Bildhaueratelier in der Octaviostraße in Hamburg fiel in das Jahr 1984, kurz nach meiner Ausreise aus der DDR. Ich war gerade 20-jährig, neugierig auf Kunst und zum ersten Mal in Hamburg und in der Kunsthalle bemerkte ich einen Eingang abseits der Besucherströme, wagte den Gang zum gewölbeartigen Untergeschoss und entdeckte die versteckten Räume der damaligen Freien Akademie der Künste. Hier traf ich auf Hans Korck, der mich einlud, in seinem Atelier zu arbeiten und an seinen Skulpturen helfend mitzuwirken. Als angehende Bildhauerin fühlte ich mich intuitiv zu diesem Ort hingezogen. In der Zweisamkeit entspannen sich Dialoge im Zeigen der Arbeitsvorgänge und im Gespräch über ein mögliches Kunst-Bildverständnis. Die von Hans Korck ausgehende Ernsthaftigkeit prägte unsere Zeit des gemeinsamen Arbeitens und sein Interesse am Beginn meiner eigenen künstlerischen Tätigkeit, meine Zuversicht. Ein sich gegenseitiges Ernst und Annehmen waren stets unsere Begleiter. Im Atelier sah ich Hans Korck im Dialog mit seinen Arbeiten vertieft. In seinem eindringlichen Tun an den Skulpturen und um diese herum, die sich in seiner Gegenwart herausbildeten und formten, beobachtete ich den sich vollziehenden Werdungsprozess einer Skulptur zum Bild. In der Wahrnehmung dieses Moments und seiner Fortsetzung wurde mir gewahr, dass hier ein Vorgang des Sich-Einschreibens in ein Material vonstatten ging. Eben diese Anwesenheit des Bildhauers Hans Korck lässt sich erspüren, trete ich heute an die fertigen Skulpturen heran. Gleich der Position, die der Künstler im Entstehen des Unvorhersehbaren im Schaffensvorgang selbst einnimmt, leitet sein Blick meine Annäherung zu seinen Skulpturen im Raum. Nur, jetzt kommt ein Zitat von Hans Korck, nur was die tastende Hand in Liebe zur Sache hat erarbeiten können, lässt sich später ebenso von den Augen abtasten und mit der Seele kontaktieren. Und darin wird in den Skulpturen der Prozesscharakter ihrer Hervorbringung erneut lebendig, nachvollziehbar und die Anwesenheit des Bildhauers Hans Korck gegenwärtig. Erhalten bleibt uns die Möglichkeit einer Begegnung und Befragung immer aufs Neue, so wie für Hans Korck selbst seine Arbeit stets Erkenntnisquelle war. Das ist genau das, was du mich jetzt gefragt hast. Das finde ich schon interessant. Ja, toll. Danke für die Frage. Das trifft so auf den Punkt. Ja. Ja? Und das finde ich eben sehr schön, dass das, diese Begegnung tatsächlich hier begonnen hat und auch diese Förderung. Und ja, insofern ist das, lebt das alles weiter. Wir sind in der Ewigkeit schon gut aufgehoben, denke ich. Mhm. Ja. Herr Greiner, Sie haben es genannt, das ewige Erz, also aes perennium. In der Antike und auch später galt es immer als die höchste Auszeichnung, in Erz dargestellt zu werden, weil es für die Ewigkeit gedacht ist. Weil es etwas über die Sterblichkeit hinaus in die Ewigkeit transportiert. Das war der Gedanke. Nicht Marmor, nicht Gips, sondern Erz eben, das ewige Erz. Durch Feuer hindurch. Genau. Und die Frage ist, ich meine, die Bildhauer, die Auftraggeber und auch die Dargestellten, denen war eigentlich immer klar, wenn es so ist, wenn es etwas für die Ewigkeit ist, wenn es eben Erz ist, was wird dann transportiert? Was ist die Botschaft, die Mitteilung, die das erfüllen soll? Und der Gedanke war immer, die Wirklichkeit an sich ist es nicht allein, sondern es ist eine Dialektik zwischen dieser Wirklichkeit, die man ja vergisst, und einer gewissen Idealität,
die sich mit ihr verbindet und die tatsächlich diesen gleichen Transport leistet. Also das würde mich mal interessieren, ob Sie auch diesen dialektischen Prozess auch bei der Schaffung dieser Büste berücksichtigt haben. Also mit der Ewigkeit kann ich eigentlich nicht viel anfangen. Und auch die Unsterblichkeit ist ein ganz schwieriges Wort. Natürlich ist das alles sterblich hier, ne? Das kann jederzeit verschwinden. Und selbst wenn es nicht verschwindet und wenn es irgendwann in 100 Jahren oder so noch vorhanden sein sollte, ist ja nicht vorherzusehen, was der jeweilige Betrachter oder die Betrachterin dann darin sieht, ob sie überhaupt darin einen früheren Menschen erkennt oder vielleicht Mitglied einer inzwischen längst ausgestorbenen Spezies. Das weiß ja kein Mensch. Also ich kann das eigentlich nicht beantworten, um die Wahrheit zu sagen. Das ist ja, also ich sehe das insofern dialektisch, dass es eben diese Zeit, es ist ein Zeugnis der Zeit. Ja. Und das wird es immer bleiben, egal ob es sich verändert oder ob es sich auflöst. Ja. Ja. Und wir sind ja Teilchen der Zeit auch. Ne? Und ob diese Zeit irgendwann noch jemand versteht, das wissen wir nicht. Natürlich würde jemand verstehen, aber eben auf die Weise, wie die Möglichkeit dann von der Situation aus, nicht vielleicht in unserem abgeschlossenen, weiß ich nicht, jetzt, Gedanken, ja. Ja, aber es ist ja spannend, dass dieses Bedürfnis sich immer und immer wieder wiederholt. Es gibt ja die ersten Porträts seit 2000 vor Christus bei den Ägyptern. Und auch heute schauen wir uns noch gerne diese Bilder an, weil wir ja ein Gefühl von Wiedererkennen haben, selbst wenn wir gar nicht wissen, wer diese Menschen waren. Aber irgendwas wird ja vermittelt. Und dass wir bis heute dieses Bedürfnis haben, derartige Dinge für die Ewigkeit herzustellen, sagt wahrscheinlich sehr viel über uns aus, aber sagt wahrscheinlich auch aus, wie wir wahrnehmen, wie wir an die Welt herangehen. Und insofern wird bestimmt auch dieser Kopf auf irgendeine Art und Weise verstanden werden, selbst wenn nicht so, wie wir ihn heute verstehen. Also für mich ist der Prozess tatsächlich das, und das stimmt, du hast recht, es gibt, glaube ich, Urbilder in uns, die uns ansprechen, wenn wir unterwegs sind auf Reisen oder vielleicht auch Bildpoesien, die wir im Alltag entdecken und die uns anspringen, warum sie das tun. Ich denke auch, da ist irgendwie wie so ein Urgedächtnis vielleicht dahinter, dass wir da intuitiven Zugriff haben. Und die sprechen zu uns und da muss man so einer intuitiven Kraft auch folgen. Mhm. Mhm. Ja, Kraft ist auch insofern ein spannendes Wort, als auch die Kunstgeschichte sich viel beschäftigt mit wirklich der Wirkkraft von Bildern. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt in einen religiösen Kontext bewegen, wo ja Ikonen wirklich mit Kraft aufgeladen sind für die Gläubigen. Also insofern wohnt so ein Bildnis am Ende doch immer sehr viel inne, weil wir als Menschen vermutlich einfach dazu bereit sind, sehr viel in so ein Gegenüber hineinzulegen und in das Bildnis überhaupt als solches. Und selbst uns in einer total medialisierten Gesellschaft geht es nahe, wenn zum Beispiel bei einem Bildnis die Augen ausgekratzt werden, als ganz simples Beispiel. Also irgendwas scheint es in diesen Bildnissen zu geben, was uns immer berühren wird, egal wie abstrakt sie sind, in welchem Medium sie sind, ob es jetzt Fotografie ist oder etwas Ähnliches. Aber ja, ein Bild bleibt ein Bild und da sind wir dann am Ende vielleicht wieder bei der Genesis und bei der Schaffung des Abbildes, dass eben dieses Abbild von etwas uns immer das Gefühl gibt, dass da noch ein Pendant dazu in der Welt sein muss oder mal gewesen war. Mhm. Also mir fällt dazu ein Film von Werner Herzog, dessen Titel mir allerdings nicht einfällt, aber das ist ein Dokumentarfilm über eine Höhle in Südfrankreich, die man normalerweise nicht betreten darf, weil diese Höhlenmalereien, die da drin sind, sonst verschwinden würden. Mhm. Und dieser Film von Werner Herzog ist wirklich hochgradig faszinierend. Und man weiß nicht, oder sagen wir mal vorsichtiger, ich weiß es nicht,
was diese Bilder, was der Zweck dieser Bilder war. Es sind natürlich eigentlich keine Porträts, aber es sind sehr lebendige und nachvollziehbare Szenen, die da gezeigt werden und die offenbar auch extra so gemacht wurden, dass niemand sie sonst sehen konnte. Denn man konnte die Bilder ja nur sehen, wenn man in diese Höhle ging. Und diese Höhle war extra so gebaut, dass Feinde nicht eindringen konnten. Rätselhaft. Die ist dann auch nochmal dupliziert worden, ne, die Höhle. Ne, für diese. Ja, in Lascaux, die ist nachgebaut worden. In Herzog war die Originalhöhle. Ja, genau. In Herzog war die Originalhöhle. Wissen Sie den Titel? Chauvet, ja, ja. Ganz, ganz toller Film. Nein, es sind auch Höhlen nachgebaut worden. Ich glaube, Lascaux gibt es eine Kopie. Die kann man leicht besichtigen. Aber das Geheimnis, was mir durch den Kopf ging, ich habe auch mal eine andere Höhle vor vielen Jahren gesehen, was der Sinn oder die Absicht dieser Höhlenmalereien war. Ich glaube, da gibt es immer noch keine. Es sind natürlich auch magische Praktiken, ne? Und natürlich ist auch so ein Kopf zu machen, hat auch was Magisches, oder? Denke ich schon. Ja, die sind aufgeladen, diese Orte, denke ich ja, schon. Ja. Mhm. Ja. Ja, danke. Wo Sie gerade Chauvet erwähnt haben, ging mir Folgendes durch den Kopf, was den Schöpfer einer Plastik, einer Malerei oder eines Bildes anbelangt, und zwar nach dem Geschlecht. Das heißt, hier haben wir eine Frau, die einen Mann porträtiert hat. Wenn man dann vielleicht mal so auf Rodin oder andere Leute guckt, die eben auch bildhauerisch tätig waren, stellt sich mir die Frage, gibt es etwas, was aus diesem Bildnis heraus spricht, was auch etwas sozusagen mit dem Weiblichen oder mit dem Männlichen zu tun hat? Oder ist das sozusagen etwas komplett Losgelöstes? Das ist zum Beispiel eine Frage, wie mit Chauvet eigentlich, also mit Höhlenmalerei auch zusammenhängt, wo man immer davon ausgeht, dass es Männer waren, wird immer so allgemein irgendwie so kolportiert, dass natürlich Männer ihre Schamanengeschichten da gemacht haben, wobei ich andere Quellen habe, dass man sehr gut auch an Frauen denken könnte, die Malerei schon in Urzeiten auch für ganz andere auch Wissenschaftssysteme benutzt haben. Und wenn man die, es war gerade im Bozias Kunstforum über die Malerin, ja, die Ausstellung, dass Frauen ganz lange künstlerisch nicht tätig sein durften. Und man sie erst sehr, sehr spät erst sozusagen wieder in diese Männerdomäne hineingelassen hat, künstlerisch tätig zu sein. Das ging mir, wo Sie es da gerade erwähnt haben, nochmal so durch den Kopf, egal ob beabsichtigt, unbeabsichtigt oder wie auch immer, aber ich glaube, das ist doch eine ganz wichtige Frage, die bei uns oder die sich mir stellt, was spricht aus dem heraus und spricht da auch etwas Weibliches heraus in dem Porträt eines Mannes? Mal so das grobe Feld mal so umrissen. Also ich glaube nicht, dass man das feststellen kann. Es gibt ja auch viele Theorien über das weibliche Schreiben. Literatur kenne ich mich besser aus als in der Bildhauerei. Ich glaube nicht daran. Also einer der größten Romane, die mir jetzt einfallen, ist Middlemarch von George Eliot. Man hat lange nicht gewusst, dass das eine Frau ist, die das geschrieben hat. Aber vielleicht wissen Sie besser Bescheid. Na, wieso besser Bescheid? Ich denke, jeder hat Anteile von Frau und Mann in sich und die sind vielleicht sehr unterschiedlich sichtbar geworden, das muss man schon sagen, über die Jahrhunderte, das schon. Die sind vielleicht ein bisschen einseitig nur sichtbar gewesen, aber es ist, da ändert sich ja auch etwas. Aber alleine, dass man sich doch klar wird, dass man auch alle Anteile in sich versammelt. Mhm. Ja, ich wage zu vermuten, dass bei dem Großteil künstlerischer Arbeiten, wenn wir nicht wüssten, ob von einem Maler, einer Malerin, einem Bildhauer, einer Bildhauerin, dass das nicht zu beantworten wäre und dass man durchaus auch oft fehlgeleitet werden kann.
Insofern, vielleicht fällt dem einen oder der anderen von Ihnen etwas auf, wo Sie sagen, das wirkt jetzt femininer oder maskuliner als zum Beispiel bei einer Büste von Rodin oder wem auch immer. Aber ich glaube, insgesamt ist einfach dieses sich ein Bildnis machen etwas Urmenschliches. Und das ist ja auch spannend zu sehen, wie Sie gesagt haben, dass es uns seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte begleitet, dass wir immer versucht waren, Bildnisse anzufertigen auf vielfältige Art und Weise. Und dass wir auch heute noch versucht sind, Bildnisse anzufertigen, auch wenn man, ja, wie wir am Anfang schon gehört haben, vermuten könnte, dass derartige Bildnisse eigentlich anachronistisch sind in unserer Zeit, aber sie wohl doch ihre Magie nach wie vor sich bewahren und für uns wichtig bleiben. Mhm. Und in diesem Sinne, falls es keine weiteren dringlichen Fragen gibt, würde ich sagen, wir widmen uns kleineren Gesprächsrunden bei einem Wein. Vielleicht kann der ein oder andere Aspekt dabei nochmal vertieft werden. Ja, ich bedanke mich herzlich bei allen Anwesenden, jetzt einfach mal im Namen der Freien Akademie der Künste, zu der ich zwar nicht angehöre, aber mich freue, heute Abend hier sein zu dürfen. Ich bedanke mich für dein Vertrauen, dass du mich angefragt hast, hier dieses Gespräch zu moderieren, und es freut mich, dass wir uns in diesem Zuge kennengelernt haben. Vielen Dank und einen schönen Abend. Danke. Ich würde gerne noch zwei Gratulationen aussprechen. Ich würde gerne Ulrich Greiner dazu gratulieren, dass er sich von Ellen Sturm porträtieren lassen konnte. Und Ellen Sturm möchte ich gratulieren, dass so verschiedene, hier schon sichtbar verschiedene, obwohl aus einer Form, glaube ich, entstanden, von Bronze zu Gips, so verschiedene Lebensmomente des Greiner selbst hier schon auftauchen, das ist also bemerkenswert. Vielen Dank und vielen Dank für das Gespräch. Lass mich noch eins sagen, lieber Burkhard, da du gerade von Dank sprichst, möchte ich doch gerne mich bei der Akademie, also bei euch und bei Ellen Schwitter bedanken, dass ihr das Ganze möglich gemacht habt. Denn es ist ja auch, das darf man vielleicht nicht ganz verschweigen, mit Kosten verbunden, und es ist auch damit verbunden, dass Ellen Sturm diese ganze künstlerische Arbeit ohne Honorar erledigt hat. Also, vielen Dank an die Akademie. Unglaublich. Toll.